Man kann es immer wieder nur sagen, die Zuschauer kamen an diesem Tag voll auf ihre Kosten und brauchten ihre 11 bzw. 6 Mark Eintrittsgeld nicht zu bereuen. Und hier nun eine kurze Studie zwischendurch, wie gefährlich der Aufschlag von Yang Min ist. Unberechenbarer Schnitt. 19:16 Führung für Yang Min. 1:0 nach Sätzen bereits. 20:16. 21:16 gegen André Gruber. Es wird freundschaftlich miteinander umgegangen, obwohl es doch auch um Punkte sammeln geht und letztendlich um viel Geld im Endturnier. Thomas von Scheele aus Schweden in der anderen Gruppe gegen Peter Franz. Ganz kurz nur diese Begegnung. Im dritten Satz 17:15, jetzt 18:15. Peter Franz schlägt auf. 19:15. Insgesamt war das Spiel nicht so interessant für die Zuschauer wie die anderen. Es war gekennzeichnet durch kurze Ballwechsel, was im Alltag in der Bundesliga wohl auch der Fall ist. Und daran krankt wohl auch der Tischtennissport. Es gibt zu wenig lange Ballwechsel. 3 bis 4 Ballwechsel, das ist die Regel. Alles, was darüber hinausgeht, darf man mit ruhigem Gewissen schon spektakulär nennen. 15:20 im Entscheidungssatz. Thomas von Scheele schlägt auf. 16:20. Thomas von Scheele hat Samsonov geschlagen, ganz sensationell übrigens, im dritten Satz 21:16. Und falls Peter Franz jetzt gewinnen sollte, dann haben alle drei Spieler das gleiche Punkte- und Satzverhältnis. 1:1 Punkte und 3:3 Sätze. Dann müssen die Bälle gezählt werden. Der Ex-Lübecker gewinnt dieses Spiel und erzählt uns nun einiges über seine Rolle bei dieser Turnierserie. Ja, wir haben jetzt hier den Peter Franz vom Mikro und wir haben ein paar Fragen an ihn. Erstmal zu der Serie, die hier gespielt wird, Grand Prix. Wie ist die bisher für Sie persönlich verlaufen? Ja, okay, im Moment habe ich, glaube ich, in der Punktewertung 14 Punkte, bin auf dritter Position. 3 kommen ins Finale. Ich habe noch Chancen, aber Wladimir Samsonov ist noch hinter mir und ich denke, der wird noch kommen und mich noch überholen. Deswegen muss ich wahrscheinlich einen von den Vorderen noch überholen. Aber okay, erste Turnier habe ich nicht so gut gespielt. Zweite habe ich gewonnen, habe ich sehr gut gespielt. Und ich denke, heute habe ich eigentlich sehr, sehr gut gespielt, aber Samsonov war zu stark für mich. Zur Weltmeisterschaft, die im August ansteht. Geplant war sie ja im April in Belgrad, wurde abgesagt. Für Sie persönlich dieses Turnier hier auch eine Art Vorbereitung für die WM? Ja, mit Sicherheit. Ich denke, man kann auch sehen, dass hier heute wirklich Vollgas gegeben wird in allen Spielen. Höchstens, wenn mal einer eine hohe Führung hat, wird auf Show gespielt. Und das ist das letzte Turnierserie jetzt vor der Weltmeisterschaft. Und deswegen ist es nochmal wichtig zur Formüberprüfung und auch, dass man sich wieder Selbstvertrauen holen kann. In der Gruppe 1 war alles klar. Yang Min 1., Peter Korbel 2., André Gruber 3. In der Gruppe 2, alle hatten 1:1 Punkte und 3:3 Sätze. Die Bälle mussten gezählt werden. Und das Ergebnis war hauchdünn. 1. Wladimir Samsonov, 2. Thomas von Scheele, 3. Peter Franz. Und nun kommt der Ausrichter dieses Turniers, der Abteilungsleiter des TSV Uesen, zu Wort, Karl-Heinz Freitag. 1996 dafür beworben. Wir haben mal die ersten Kontakte aufgenommen und 1997 schon den Vertrag unterschrieben. Also das Ganze läuft jetzt schon 2,5 Jahre, fast 3 Jahre. Die letzten 14 Tage waren stressig, ja. Zumal stand es immer noch fest, kommt Roskopf nicht. Und als dann am Montagmorgen dann bei mir da zu Hause das Fax ankam, Roskopf kommt nicht, ja, wer kommt jetzt dafür? Und die letzten 14 Tage waren stressig. Viel Arbeit gab es also im Vorfeld, aber es hat sich ja doch gelohnt. Nun das Endspiel, Wladimir Samsonov gegen Yang Min. Während der Borusse aus Düsseldorf noch genau testet, ob der Ball auch rund ist, zeigen wir Ihnen einmal, wie sich die Profis warm spielen.
Und los ging es. Die frisch aufgeklebten Belege werden nochmal genau getestet. Aufschlag Samsonov. Extrem hoch schmeißt er den Ball. Das gibt ihm die Möglichkeit, im allerletzten Moment dem Aufschlag noch einen unberechenbaren Schnitt zu verpassen. Schön zu sehen, wie Yang Min hier mit ganzem Körpereinsatz diesen Schmetterball ausführt. Alte Schule. Bei Penholder-Spielern ist die schwache Seite gewöhnlich die Rückhand, weil sie die vorm Bauch spielen müssen. Das weiß auch Samsonov. Aber er muss auch variieren, sonst stellt sich Yang Min auf diesen einen Ball ein. In die weite Vorhand. 8-6. Zack. Und Yang Min passt auf. Ein sensationeller Voranschlag. Das ist wohl nur mit der Penholder-Haltung möglich. Und jetzt passen Sie bitte mal auf. Samsonov mit einem ganz tollen Reflex. Fast noch geholt. Ja, da muss er auch lachen, denn das wäre sehr überraschend gewesen. Und jetzt wieder Konzentration. Yang Min schlägt auf. Geht sofort aggressiv mit seinem Spiel in den Angriff über. Und macht den Punkt. Nun ist Samsonov am Ball, aus der Halbdistanz, Vorhand, Rückhand, Topspin. Tja, eine schweißtreibende Angelegenheit. 16-20, der Chinese liegt zurück. Netzaufschlag, Wiederholung. Und er verschlägt, 21-16 im ersten Satz für Wladimir Samsonov. Viele Kinder und Jugendliche aus Bremen und Niedersachsen nutzen die Gelegenheit, um ihre Stars einmal live erleben zu können. Zweiter Satz, 0-0. Interessant zu sehen, wie wendig der 36 Jahre alte Chinese mit seinen 60 Kilogramm ist. Wir machen einen Sprung, 8-6, und Yang Min zeigt uns gleich, wie man mit Penholder Vorhand und Rückhand spielt. Applaus 9-9 und nun wahrscheinlich der Ballwechsel des Tages. Topspin gegen Topspin, die Rückhand cool rüber geschleudert. Ballonabwehr mit der Rückhand, nochmal Ballonabwehr. Unterschnitt, Netzkante berührt und versucht rüber zu fiedeln. So viel Bälle auf einmal, das ist eine Zeitlupe wert. Rund 300 Zuschauer waren aus dem Häuschen und auch Wladimir Samsonov, der schon viel erlebt hat, benötigt einige Sekunden, um diesen Ballwechsel zu verdauen.